Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine Trading-Abzocke mitgebracht. Der Wahnsinn, der geht weiter und weiter und weiter. Die Betrügerin heute hat wieder eine sehr, sehr, sehr lange Leitung und naja, ihr könnt euch vorstellen, die meisten von denen sind ja leider begriffsstutzig. Wichtig ist aber nicht die Begriffsstutzigkeit der Mitarbeiterin, sondern einfach, dass wir alle möglichen Menschen vor solchen Betrugsmaschen schützen. Niemandem wird klar sein, wie man auf so etwas hereinfällt. Aber es gibt halt eben viel zu viele Betrugsopfer, die wir damit schützen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Ja, hallo. Guten Tag, kann ich mit Herrn Gerold sprechen? Herr Gerold gibt's nicht, das ist ein Vorname. Ja, Herr Schaukel-Kimmel, richtig? Ja, genau. Ist am Apparat. Vanessa Fischer ist am Apparat von Finanzmarkt. Es geht um Kryptowährung. Um Kryptowährung? Jawohl, wir haben einen Termin, ja? Einen Termin? Haben wir yes. Vergessen? Wann haben wir denn einen Termin gehabt? Vielleicht, weil ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und erst einmal, ich gebe Ihnen richtige Informationen und dann natürlich ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto, wenn Sie entscheiden. Ja, aber die Musik da im Hintergrund ist irgendwie lauter als Sie, ich kann sie fast gar nicht hören. Ja, alleine die Musik, die zeigt hier schon wieder, dass das kein seriöses Callcenter sein kann, schon alleine mit der Lautstärke da im Hintergrund. Aber ganz interessant ist sie, oder ist hier, dass sie hier sagt, wir hätten einen Termin am Telefon gehabt. Dieser Termin, der ist aber nichts anderes als erfunden. Die hat einfach angerufen, so wie sie sich das gedacht hat, und mit der Aussage, dass man hier einen Termin hätte, naja, will man euch nur beeindrucken, sodass ihr den ganzen Blödsinn da erstmal zuhört. Mehr steckt da eigentlich gar nicht dahinter. Einen Termin hat es hier nie gegeben. Einen Moment, bitte. Es ist normal, ja, weil ich arbeite, ich bin im Büro und hier ist so viele Mitarbeiter, ja? Ja, aber da macht man doch nicht lauter Musik als die Mikrofone, dann hört man doch gar nichts mehr. Macht doch gar keinen Sinn. Okay, und wir haben kein Interesse wegen Kryptowährung? Ja, doch schon, aber da läuft ja nicht GEMA-freie Musik da im Hintergrund. Das ist schwierig mit der Aufzeichnung. Okay. Das will ich da nicht drauf haben. Okay, jetzt ist besser? Jetzt ist besser. Jetzt ist besser? Ja. Ja, jetzt ist keine Musik. Okay, dann Herr Schaukel-Kimmel. Erst einmal sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? In welchem Bereich jetzt genau? In welchem Bereich jetzt genau? Also ich habe jetzt den Bereich nicht ganz verstanden. In Kryptowährung. Ach so, ja, Kryptowährung habe ich keine Ahnung, ne. Keine Erfahrung. Aber Sie möchten zu aktivieren Ihr Handelskonto mit 250 Euro, richtig? Weil damit Sie können jeden Tag Geld zu verdienen, ja? Ja, meinetwegen. Okay. Herr Schaukel-Kimmel, erst einmal, schauen Sie, wir haben gar keine Erfahrung in diesem Bereich. Deswegen, ich gebe Ihnen Ihre private Finanzexperte, ja? Aha, okay. Ihre private Finanzexperten hat Jahre ganz große Erfahrung in diesem Bereich. Er oder sie installiert ihr Robotsystem. Und dann er oder sie ist verantwortlich für ihre Gewinne, weil wenn sie mehr profitieren, dann mehr profitieren wir auch, ja? Okay. Okay. Ich gebe Ihnen vollautomatisch Handelssystem. Es ist MetaTrader 5, ja? Und MetaTrader 5 arbeitet 24 Stunden. Jeden Tag nur für Sie. Kauft und verkauft alles selber. Analysiert alles selber. Und Sie bekommen Ihre Profit auf Ihrem Arbeitsplattform, ja? Ja. Das ist auch flexibel für Sie, Herr Schaukel-Kimmel, weil Sie brauchen nicht zu sitzen am Computer jeden Tag und machen etwas, ja? Das ist auch flexibel für Sie. Ja. Wenn Sie aktivieren Ihre Handelskonto, dann bekommen Sie Ihre private Finanzexperten und wenn Sie irgendeine Schwierigkeit werden an der Börse, sofort Ihre private Finanzexperten meldet bei Ihnen und helfe Ihnen, ja? Weil
weil es ist nicht nur Ihre Interesse, es ist unsere Interesse also zu verdienen mehr und mehr, okay? Weil wenn Sie mehr profitieren, dann mehr profitieren wir auch und es ist unsere Interesse also, nicht nur Ihre, okay? Ja. Okay. Also Mindestinvestition bei uns ist es nur 250 Euro und wenn Sie heute investieren 250 Euro, dann ich gebe Ihnen 75 Euro extra Geld dazu unserer Seite, ja? Ja. Es ist Ihre Geld, es ist Ihre Motivationsgeld und damit Sie aktivieren Ihre Handelskonto mit 325 Euro, aber Sie investieren nur 250 Euro, nichts mehr, ja? Und dann natürlich, wenn Sie das Robotsystem beginnen Trading mit mehr Geld, dann natürlich mehr profitieren. Es ist logisch. Ja. Okay. Jetzt, Herr Schaupel-Pimmel, erst einmal, ich zeige Ihnen alles auf unserer Website und dann ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto, okay? Ja. Okay, aber, dann sagen Sie mir bitte. Ich habe aber vorher noch 35 Fragen. Ja. Soll ich anfangen? Bitte? Soll ich mit der ersten anfangen? Was? Noch einmal bitte, was meinen Sie? Nur mit der ersten Frage, die ich habe. Ja, sagen Sie mir bitte Ihre erste Frage. Ja, wenn ich 250 Euro einzahle und die 75 Euro dazu bekomme, dann habe ich ja 325. Wie viel habe ich denn, wie viel Geld bekomme ich denn nach einem Monat ausbezahlt? Schauen Sie, ich sage Ihnen mit 325 Euro, Sie werden Millionär, es ist unmöglich und ich weiß nicht genau, wie viel ist das, aber letzte 3 Monate Statistik, Sie können verdienen 25% pro Monat, ja? Aber es ist letzte 3 Monate Statistik und ich weiß nicht genau, wie viel ist das, ja? Manchmal mehr, manchmal weniger, ich weiß nicht genau. Aber wenn Sie sagen 25%, dann kann man das doch ausrechnen. Es ist pro Monat letzte 3 Monate Statistik, ja? Aber schauen Sie, Herr Schaukämpfel, an der Börse jeden Tag und jede Zeit ist verschiedene Situationen, ja? Deswegen, ich weiß nicht, niemand gebe Ihnen 100% Garantie, Sie werden Millionär oder auf jeden Fall Sie verdienen. Nein, ich weiß nicht, manchmal verlieren, manchmal verdienen, ja, weil es ist an der Börse. Alles kommt auf an der Börse. Richtig, man kann an der Börse auch einfach alles verlieren. Das Problem ist, dass das hier so nicht dargestellt wird. Es wird immer so dargestellt, als würde man angeblich hier nur Gewinne machen können. Und das ganze Gespräch dreht sich eigentlich nur darum, dass man einzahlen soll und irgendwelche Gewinne angeblich bekommen wird. Angeblich 25%. Und wenn man dann mal nachfragt, wie viel es in Euro sind, dann geben die einfach gar keine Antwort. Mal davon abgesehen, dass wenn man immer durchgehend 25% bekommen würde, dann wäre man sehr schnell sehr reich. Und das auch nur, wenn man mit 1 Euro anfängt. Das Problem ist ganz einfach, dass, die arbeiten damit, dass die Menschen halt wahrscheinlich einfach nicht richtig zuhören. Denn eigentlich gesteht sie hier den Betrug ja mehr oder weniger schon. Sie sagt ja auch, dass das Ganze, man kann ja was verlieren. Und dann sagt sie sofort wieder, ja, aber man auch ganz viel gewinnen und vertuscht sofort wieder, was sie gesagt hat. Es ist schon ziemlich zweifelhaft, was hier so wieder am Telefon passiert. Naja, aber von dem Gespräch ist tatsächlich ja auch noch eine ganze Menge übrig. Ja, und wie viel Geld verdient man, wenn ich da mit 500 Euro anfange? Am mindesten, es ist 250 Euro. Wenn Sie mehr investieren, dann natürlich mehr profitieren. Aber schauen Sie, erst einmal, ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto mit 250 Euro und dann Ihre private Finanzexperten helfe Ihnen zu mehr und mehr investieren, ja? Damit Sie können alles ausprobieren und testen und wenn Sie sehen, es ist gut für Sie, Sie können mehr und mehr profitieren, dann natürlich Sie können mehr investieren, ja? Aber erst einmal, ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto mit 250 Euro, okay? Ja, meinetwegen. Und wie viel verdiene ich, wenn ich 1000 Euro anfange? Ich weiß nicht genau, wie viel ist das. Ich gebe Ihnen diese Informationen, weil an der Börse jede Zeit und jede Minute ist ganz verschiedene Situation. Ich weiß nicht. Vielleicht
vielleicht in 10 Minuten Sie verdienen 100 Euro, aber vielleicht in nach 1 Stunde Sie verlieren zum Beispiel 20 oder 30 Euro. Ich weiß nicht. Es alles kommt auf an der Börse. Ja? Niemand gebe Ihnen diese Informationen. Ich weiß nicht, aber Ihre private Finanzexperten hat Jahre ganz große Erfahrung in diesem Bereich. Deswegen, ich gebe Ihnen Ihre private Finanzexperten und Ihre private Finanzexperten erst einmal installiert Ihre Robotsystem und gebe Ihnen richtige Informationen. Welche Kryptowährung ist besser für Sie? Wie viel Sie können jeden Tag oder jeden Monat verdienen und so weiter und so fort, ja? Weil Ihre private Finanzexperten ist verantwortlich für Ihre Gewinne, ja? Ich bin verantwortlich für Ihre Konto, Erdvergleich zu aktivieren. Aber Ihre private Finanzexperten ist verantwortlich für Ihre Gewinne, ja? Und wo installiert er das Programm? Nächste 24 Stunden, wenn Sie aktivieren Ihre Handelskonto, erst einmal Sie bekommen einen Anruf von Verifizierungsabteilung. Damit identifizieren Sie an der Linie, Sie sind Real Herr Gerold Schaukelkriminal und Sie sind nichts anderes. Und wenn Sie bekommen alle offiziellen Dokumente von Verifizierungsabteilung, dann Sie bekommen einen Anruf von Ihren privaten Finanzexperten. Ihre private Finanzexperten, ich sage Ihnen, hat Jahre ganz große Erfahrung in diesem Bereich und gebe Ihnen richtige Informationen. Auf jeden Fall, Ihre private Finanzexperten gebe Ihnen WhatsApp-Nummer, Festnetznummer, E-Mail-Adresse und damit wäre immer erreichbar für Sie ab Montag bis Freitag. Die nette Tante labert ohne Punkt und Komma und, naja, missbraucht eigentlich die ganze Zeit selbst ihre Zeit hier. Was natürlich ein riesengroßer Vorteil ist, da habe ich es hier nicht so schwer, die Dame irgendwie am Laufen zu halten. Ich muss ja nur eine Frage stellen und die Tante, die redet hier gefühlt eine halbe Stunde. Naja, aber was hier wieder besonders auffällt, es ist alles Blödsinn. Von den Finanzexperten, denen sie da erzählt, die kann man selber gar nicht erreichen. Sicherlich, wenn man seine WhatsApp-Nummer rausgibt, dann kann man da was hinschreiben, ja. Und dann kann man vielleicht auch Glück haben, dass die antworten. Ja, aber anrufen könnt ihr die nicht. Und wenn ihr da eine E-Mail hinschreibt, dann kann man nur hoffen, dass eine Antwort kommt. Und der angebliche Finanzexperte, der wird sich auch sicherlich mit euch auseinandersetzen, um das Fake-Demokonto irgendwie im Glauben zu halten. Sodass man dann nochmal ein bisschen nachinvestiert, ne, wenn die Gewinne so vielversprechend sind, dass man dann nochmal schnell Geld hinterher schiebt. Um dann das, den Profit zu maximalisieren oder wie man das hier wieder oder wie die das hier wieder sagen würden. Einfach nur Wahnsinn. Viel bla bla, jede Menge Müll ringsrum, aber naja, richtig Antworten auf die Fragen, die ich ihr stelle, eigentlich ist es nur Augenwischerei ringsrum. Konkrete Antworten und Aussagen, die sucht man hier vergebens. Mal am Sonntag auch. Und wenn Sie irgendeine Schwierigkeit werden an der Börse, dann sofort Ihre private Finanzexperten meldet bei Ihnen und helfe Ihnen, ja? Weil Sie sind nicht alleine an der Börse, Herr. Sie werden Ihre private Finanzexperten. Und es ist unser Interesse, auch so zu verdienen, mehr und mehr, ja? Es ist nicht nur Ihr Interesse. Deswegen, ich gebe Ihnen dieses 75 Euro, es ist Ihre kleine Motivationsgeld und Sie können mit 325 Euro alles ausprobieren und testen, ja? Und dann natürlich Entscheidung ist Ihre, ja? Und wie viel Motivationsgeld gibt es bei 500 Euro? Wie bitte? Und wie viel Motivationsgeld gibt es bei 500 Euro? Schauen Sie, mindestens auf jeden Fall, Sie brauchen 250 Euro. Ohne 250 Euro, ich aktiviere gar kein Handelskonto. Auf jeden Fall, Sie brauchen 250 Euro. Ja, und wenn ich mehr einzahlen will, wie viel Bonusgeld gibt es da? Dann Ihre private Finanzexperten gebe Ihnen diese Informationen, aber mindestens Sie brauchen 250 Euro. Wenn Sie zum Beispiel dann natürlich mehr investieren, dann Ihre private Finanzexperten gebe Ihnen dieses Motivationsgeld. Ja, weil schauen Sie, Herr Schaukel-Zimmel, wir haben nicht jeden Tag diese Möglichkeit und dieses Angebot für Sie, ja, natürlich, weil ich nicht gebe jedem Kunde diese 75 Euro und extra Geld und alles, ja. Heute, wir haben dieses Angebot und ich denke, es ist da. Angeblich gilt dieses Angebot nur heute. Naja, man kennt es ja mit der Verknappung.
künstliche Verknappung, um das Angebot irgendwie weiter in den Vordergrund zu drängeln und den Kunden möglichst schnell zur Zahlung zu bewegen. Naja, dass eins ganz klar ist, die angeblichen 75 Euro Bonusgeld, die gibt es da bei denen garantiert immer. Tja, da kann man sich das noch so schön reden, letztendlich ist es nichts anderes als ein neuer Versuch, irgendwie an eure Kohle ranzukommen. Aber, naja, ihr wisst ja Bescheid, letztendlich gibt's da nicht wirklich irgendwelches Geld ausgezahlt. Das ist nur Fake. Gut, Chance für dich, ja? Ja, aber dann kann man nicht mehr mit mir anfangen, oder wie? Erstmal, ich aktiviere Ihre Handelskonto mit 250 Euro. Nächste 24 Stunden, Sie bekommen einen Anruf von Ihrer privaten Finanzexperten und dann Ihre private Finanzexperten helfen Ihnen zu mehr investieren, ja? Ja, aber dann geht aber Ihnen noch nicht mehr, oder wie? Leider nicht, weil auf jeden Fall erstmal, Sie brauchen 250 Euro, ja? Ach so, und in was kann man da bei euch alles investieren außer Kryptowährung? Gibt es da auch noch andere Sachen? Noch einmal bitte, was meinen Sie? Na, kann man da auch andere Sachen kaufen? Andere welche? Wir arbeiten mit Bitcoin, Forex, Oil, Gold, chinesische Krypto, Yuan, Amazon. Wir haben verschiedene Kryptowährungen. Ja, welche ist besser für Sie momentan? Ja, welche Kryptowährungen habt ihr denn? Schauen Sie, wenn Sie möchten, letztes Mal, ich aktiviere Ihre Handelskonto nur und dann Ihre private Finanzexperten geben Ihnen richtige Informationen, welche Kryptowährung ist besser momentan, ja? Weil ich bin verantwortlich, ich sage Ihnen, ich bin Ihre Kontoberaterin, ich bin verantwortlich für Ihre Konto erfolgreich zu aktivieren, ja? Ja. Und wie lange dauert sowas? Aber Ihre private Finanzexperten, wie bitte? Und wie lange dauert sowas? Aktivieren, ja? Ja. Maximal in 10 Minuten, nichts mehr. So. Maximal, maximal. Und dann kann man gleich anfangen. Dann, ich zeige Ihre Balance und der Kontostand. Nach Kontoaktivierung, erst einmal, Sie bekommen einen Anruf von Verifizierungsabteilung und damit Sie bekommen alle offiziellen Dokumente von Verifizierungsabteilung. Und nach Kontoverifizierung, maximal in 24 Stunden, Sie bekommen einen Anruf von IG private Finanzexperten, ja? Nächste 24 Stunden, auf jeden Fall, Sie bekommen dieses Anruf. Aber wenn Sie möchten, jetzt mehr zu investieren, dann sofort, wenn ich aktiviere Ihre Handelskonto, dann ich weiterleite von Ihren privaten Finanzexperten, ja? Natürlich, wenn Sie haben Zeit und wenn Sie möchten, mehr zu investieren. Ja, und wie lange hat der Handelsexperte schon Ahnung von dem, was er da macht? Maximal 5 oder 10 Minuten, weil wenn Sie haben keine Zeit momentan, dann Ihre private... Ernsthaft? Ich habe gefragt, wie lange der angebliche Experte schon Ahnung hat. Und die nette Tante hat gesagt, maximal 5 Minuten. Okay, So wirkt das ja auch tatsächlich. Hier kommt nochmal der Beweis. Wie lange hat der Handelsexperte schon Ahnung von dem, was er da macht? Maximal 5 oder 10 Minuten, weil wenn Sie haben keine Zeit momentan, dann Ihre private... Wahnsinnig interessant, was die da für intelligente Menschen sitzen haben, dass die mir selbst erzählt, dass der Handelsexperte maximal 5 bis 10 Minuten Ahnung von dem Ganzen hat. Oh Mann, und so wollen die wirklich Leute bescheißen. Ich find's immer dramatischer eigentlich. Finanzexperten vereinbaren einen Termin, ja? Okay, und kann man sich da einen aussuchen oder kriegt man dann einfach einen? Na, noch einmal bitte? Kann man sich dann da einen aussuchen oder bekommt man da einfach einen? Dann einfach bekommen, ja? Ach so. Und jetzt sagen Sie mir bitte, Herr Schaukelpimmel, welche Einzahlungsmöglichkeit ist besser für Sie? Mit Online-Banking oder mit Kreditkarten? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da besser? Ich weiß nicht. Vielleicht benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ja, das habe ich alles. Was ist denn da besser? Okay, dann ich schicke
schicke Ihnen einen Zahlungslink, womit Sie machen dieses Investition, ja? Mit Visa oder mit Mastercard. Aber erstmal sagen Sie mir bitte, welche Kreditkarten benutzen Sie momentan? Ist es Visa oder ist es Mastercard? Ja, da habe ich beide. Ah, beides. Okay, einen Moment bitte, jetzt ich überprüfe in meiner Finanzabteilung, welche Kreditkarten ist besser momentan, okay? Ja. Okay, einen Moment. Erstmal sagen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Ja, das ist der 17.07.92. 17.07.1992, ja? Ja. Ja, aber da läuft schon wieder nicht lizenzfreie Musik. Ah, einen Moment bitte. Ja, da müssen wir entweder ganz viel sprechen oder die Musik ausmachen. Ja, oder das Mikrofon ausmachen, das geht natürlich auch. Sie sind 29 Jahre alt, richtig? Ja, ich denke schon. Okay, einen Moment bitte, jetzt ich überprüfe, ja? Ja. Ja. Okay. Kelpimmel, ja? Sie sind 29 Jahre alt, richtig? Ja. Herr, was sind Sie vom Beruf? Fischstäbchenformer. Wie bitte? Fischstäbchenformer. Okay, einen Moment. Noch einmal, sagen Sie mir bitte. Fischstäbchenformer. Was ist Ihre Aufgabe? Fischstäbchen zu formen. Was machen Sie? Ich forme Fischstäbchen. Ist euch das Gelache im Hintergrund aufgefallen? Da hört wieder kräftig jemand einfach beim Gespräch mit dazu, ohne dass ich darüber unterrichtet wurde. Und das Ganze soll hier eine angeblich seriöse Tradingbank darstellen. Naja, also, soweit mir bekannt ist, darf das keiner. Also einfach so zuhören. Da müsste man direkt darüber informiert werden. Das ist sogar so, wenn ihr zu Hause privat telefoniert und stellt das Telefon auf Lautsprecher. Ihr müsst vorher die Gegenseite fragen, ob das okay ist. Dass noch irgendjemand, der im Raum oder in der Wohnung ist, das Gespräch eventuell mithören könnte. Dazu ist man verpflichtet. Und die nette Tante hat hier nicht mal was dazu gesagt, dass die ganze Zeit da noch jemand dazuhört. Und der absolute Kracher ist, man wird dafür auch noch ausgelacht. Fischstäbchen. Ja. Okay. Einen Moment bitte. Ja. Und wie viel ist Ihr monatliches Einkommen ungefähr? Es ist 2000 Euro oder es ist weniger? Brutto oder netto? Netto. Da bekomme ich ungefähr 3700 Euro. 3700 Euro? Ja. Okay. Und Sie möchten für mehr investieren, richtig? Ja. Maximal wie viel möchten Sie zu investieren? Weiß ich nicht, wie viel geht denn maximal? Maximal, Sie können 10.000 Euro oder mehr investieren. Aber momentan, wie viel Sie möchten? Es ist 1.000, 2.000, 3.000 oder? So, ich dachte, ich kann nur 250. Haben Sie doch die ganze Zeit gesagt. Ja, erst einmal, ich helfe Ihnen zu investieren, 250 Euro, aber ich interessiere mich ja, zum Beispiel morgen, wenn Sie bekommen einen Anruf von Ihrer privaten Finanzexperten, dann wie viel müssen Sie zu investieren? Ja. Weil sie sich selber dafür interessiert, möchte sie gerne wissen, wie viel ich mit einer anderen Person dann einzahlen würde. Tja. Also ich glaube, das geht sie gar nichts an. Wenn sie nur die Tante für die Kontoaktivierung ist und sonst überhaupt nichts in dem Laden da zu löffeln hat, dann geht sie das auch nichts an, was ich danach mache. Ich meine, es ist ja so, als würdet ihr ein Konto bei einer ganz normalen Bank aufmachen und die Beraterin würde euch direkt fragen, wie viel Geld ihr denn da morgen überweisen werdet.
Das geht die überhaupt nichts an. Das geht die nicht mal was an, wie viel ihr da drauf habt. Sie sagen mir, ich möchte mehr investieren, ja? Ja, so 10.000 kann man schon machen. 10.000? Ja. Also Sie möchten morgen 10.000 Euro investieren? Ja, das geht. Ist ja nicht so viel. Okay. Okay, ein momentan. Okay, dann bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat. Jetzt schauen Sie, ich überprüfe Ihre Postleitzahl. Es ist 12054 Braunenschweigerstraße 77, richtig? Ja. Okay. Okay, dann bleiben Sie bitte ganz kurz. Jetzt überprüfe. Und dann bleiben Sie bitte ganz kurz, ja? Bitte nicht auflegen, okay? Ja. Okay, schauen Sie, ich überprüfe und Sie können Ihre Konto aktivieren mit Online-Banking. Benutzen Sie Online-Banking? Ja, das habe ich auch. Okay, dann schauen Sie, ich schicke Ihnen unsere Bankdaten. Ja. Und damit Sie machen eine Investition an der Börse. Ja, nach der Transaktion machen Sie bitte ein Foto. Und schicken Sie mir bitte per WhatsApp oder per E-Mail zurück, um Ihre Transaktion zu bestätigen, ja? Warum? Dann sofort, ich bestätige Ihre Transaktion. Und dann ich melde mich bei Ihnen, okay? Sofort. Na, und wozu brauchen Sie das Foto? Damit ich bestätige Ihre Transaktion, weil normalerweise Bank- und Banküberweisung, wir brauchen 2 oder 3 Arbeitstage zu bekommen, Sie das Geld, ja? Ja, so lange kann ich warten. Nein, wenn Sie machen diese Überweisung nach der Transaktion, machen Sie bitte einfach ein Foto, wo diese 250 Euro an dieses IBAN geschickt haben, ja? Es ist ganz einfach. Ich suche dieses Belegfoto, ja? Quittungsbelegfoto. Können Sie das machen? Ohne dieses Foto, ich aktiviere leider keine Handelskonto, ja? Ja, aber mein Fotoapparat ist kaputt. Ja, warum brauchen die einen Beleg? Tja, jedes normale Unternehmen würde halt die 2 Tage warten und sieht ja dann, ob das Geld auf dem Konto ist oder nicht. Und bei großen Unternehmen geht das ja auch vollautomatisch, sodass da niemand gucken muss. Ja, warum brauchen sie also den Beleg? Ganz einfach. Das Konto, auf dem ihr das Geld überweist, das gehört denen gar nicht, das gehört irgendeinem Mittelsmann. Also irgendein privater Dude, der auf irgendeine Anzeige bei eBay reingefallen ist und quasi unwissentlich an einer illegalen Geldwäsche teilnimmt. Ihr überweist jetzt auf das private Konto. Vielleicht hat er auch dafür extra ein neues Konto aufgemacht. Der Name, den ihr da reinschreibt, der ist vollkommen egal. Na, also ihr könnt an Max Mustermann Geld überweisen. Solange die IBAN und die BIC, sofern man beides braucht, stimmt, kommt die Überweisung auch immer an. So, nun ist aber das Problem, dass die nicht wissen, dass das Geld auf dem Mittelsmannkonto angekommen ist. Und genau dafür brauchen die den Beleg. Sowas passiert euch bei einem seriösen Unternehmen eher weniger. Natürlich kann es mal vorkommen, dass aus bestimmten Gründen ein Beweisungs- oder Überweisungsbeleg nachgefragt wird. Das hat dann aber Gründe, um den Versand zu beschleunigen, um keine Ahnung irgendwas. Ne? Also letztendlich, es gibt Gründe, aber ein seriöses Unternehmen macht sowas in der Regel nicht von alleine. Sie arbeiten mit Computer oder mit Handy? Warum haben denn da Leute im Hintergrund geklatscht? Weil meine Mitarbeiterin macht gute Profit momentan. Ach so. Okay, na und jetzt, ich brauche Ihre letzte Entscheidung. Machen Sie das oder nicht? Weil... Ja, natürlich. Natürlich. Okay, dann erst einmal, ich schicke Ihnen unsere Bankdaten, okay? Wohin denn? Jetzt momentan unsere Partnerbank ist in Polen, weil wir arbeiten mit russischsprachigen, deutschsprachigen, englischsprachigen und manchmal polischsprachigen Kunden auch. Deswegen, wir haben verschiedene Büro. In Kanada, in Großbritannien, in Belgien, in Polen, in Österreich.
Und momentan unsere Partnerbank ist in Polen, aber es ist europäische Bank, es ist gar kein Problem. Und wenn Sie machen diese Überweisung mit unserer Partnerbank, damit Sie zahlen gar keine Gebühren an der Börse. Ja, es ist ohne Gebühren. Aha. Okay. Okay, dann schauen Sie, sagen Sie mir bitte, benutzen Sie WhatsApp-Applikation? Nee. Nein, aber benutzen Sie E-Mail, ja? Ja. Es ist j.tutmirbe@mdccfan.de. Richtig? Ja. Okay, einen Moment bitte. Bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat. Natürlich. Okay. Okay, jetzt bleiben Sie bitte ganz kurz und parallel, Sie bekommen ein E-Mail, ja? Ja. Oh, und jetzt, Sie arbeiten mit Computer oder mit Handy? Mit dem Personal Computer. Mit dem Personal Computer, okay. Dann, erst einmal, ich buchstabiere Ihnen unsere Website-Link, Ihre Benutzernamen und Passwort, womit Sie einloggen auf Ihrem Arbeitsplattform und parallel, Sie bekommen dieses Bankdaten, okay? Ja. Okay, super. Erst einmal, ich buchstabiere Ihnen unsere Website und öffnen Sie bitte neue Fenster in Ihrer Google Chrome, okay? Ich habe aber kein Google Chrome. Okay, dann öffnen Sie bitte eine neue Fenster, ja? Also von meinem Internet Explorer, ja? Jawohl, jawohl. Ja. Und dann schreiben Sie bitte L wie Ludwig. Haben Sie es schon? Ja, habe ich geschrieben. I wie Ida. Ja, habe ich auch geschrieben. Q wie Quelle. Ja, habe ich auch geschrieben. U wie Urlich. Ja, habe ich auch geschrieben. Ida. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie war das Wort? Devidora. Jetzt bin ich durcheinander. Ich glaube, wir müssen noch mal von vorne anfangen. Es ist der Liquid. Ludwig, Ida, Quelle, Urlich, Ida, Dora, Sofia, Paula, Richard, Otto. Haben Sie es schon? Ja, jetzt habe ich das alles geschrieben, ja. Okay, dann öffnen Sie bitte unsere Website erst einmal. Na, jetzt bin ich ja erstmal, jetzt habe ich das ja nur eingegeben. Und wie ist da die Domainendung? Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Na, Quelle, Ida, Otto und so weiter, aber da fehlt doch noch das Ende. Nein, es ist liquidpro.com. Ach so, das haben Sie ja nicht gesagt. Ich buchstabiere Ihnen, Herr. Ja. Liquidpro. Dann öffnen Sie bitte. Ja. Und was sehen Sie jetzt? Sagen Sie mir bitte. Ja, jetzt habe ich hier so eine Webseite, da blinkt viel und da kann ich mich einloggen da oben. Ganz oben rechts, neben Register, hier ist Anmeldung. Sehen Sie das? Ja. Soll ich da drauf drücken? Jawohl, gucken Sie bitte da drauf. Habe ich gemacht. Und was kommt jetzt?
Na, jetzt muss ich da was eingeben. Was eingeben? Eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Okay, jetzt schreiben Sie bitte Ihre richtige E-Mail-Adresse. Haben Sie schon? Ja. Okay, als Passwort, jetzt schreiben Sie bitte kleine A wie Anton. Ja. Kleine B wie Bertha. Ja. Kleine C wie Cäsar. Hm. 1, 2, 3. Ja. Und jetzt drücken Sie bitte weiter. Hm. Okay, und was sehen Sie jetzt? Da steht jetzt Error 404. Die Webseite kann wegen einem unbekannten Fehler nicht fortgeführt werden. Noch einmal bitte? Fehler 404. Die Webseite kann wegen einem unbekannten Fehler nicht fortgeführt werden. Nein, das ist unmöglich. Na, ich lese doch hier, ist auch kaputt. Okay, dann erst einmal öffnen Sie bitte Ihre E-Mail und überweisen bitte diese 250 Euro. Moment, dann muss ich mal mich in meine E-Mail einloggen und da mal reingucken. Okay. Ganz genau. Der Login hat nicht funktioniert, aber naja, man kann ja die E-Mail trotzdem öffnen und überweisen. Hauptsache das Wichtigste, das Geld haben sie erstmal auf dem Konto. Alles andere, dass man sich da vielleicht mal einloggen kann und sich den ganzen Bums da überhaupt mal angucken kann, das interessiert überhaupt niemanden. Tja, alleine hieran wird schon wieder ganz, ganz deutlich sichtbar, dass es hier einfach nur darum geht, dass ihr da die beschissenen 250 Euro einzahlt und möglichst die Fresse haltet. Denn, tja, Fragen beantworten wollen sie nicht und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wollen sie das auch nicht. Die wollen nur das Geld, egal ob ihr auf die Webseite draufkommt oder nicht. Alles andere spielt in dem gesamten Gesprächsverlauf überhaupt gar keine Frage. Und das, obwohl wir schon 37 Minuten mit der Tante hier an der Strippe verdödeln. Aber irgendwie, naja, scheint es ja nicht so ganz zu funktionieren, wie sie sich das vorstellt. Aber gut, dass sie immer so viel erzählt. Mittlerweile merkt man allerdings auch schon so ein bisschen, dass ihr der Elan so ein bisschen rausgeht, die Puste fehlt. Naja, und wenn man jetzt noch berücksichtigt, da sitzt ja auch noch die zweite Tante mit daneben, die ganze Zeit zuhört und sich da kaputt lacht und die, wenn sie ihr Mikrofon stummt, sich wahrscheinlich über mich ablästern, ich weiß es nicht. Ja, Wahnsinn, ne? Aber nur gut, dass wir denen hier wieder das Betrügen austreiben konnten und sie währenddessen wenigstens niemanden anderen betrügen und bescheißen konnte und wir damit eine Leitung komplett blockiert haben. Die Tante, die mit mir redet, die will ja sicherlich trotzdem ihr Geld haben. Sei mal dahingestellt, ob die, tja, Lohn oder Provision bekommen. Wenn es Provision ist, dann hat sie selber nichts verdient. Dann haben wir sie ihr auch damit geschadet. Ja, ist halt gleich doppelt besser, ne? Umso mehr wir den Betrügern irgendwie schaden können, umso, tja, schwieriger wird's für die, auf dem Markt bestehen zu bleiben. Eins ist allerdings leider trotzdem immer klar, Betrug wird es immer geben auf dieser Welt. Da können wir machen, was wir wollen, wir können noch so fleißig sein. Man kann nur versuchen, die Betrüger irgendwie daran zu hindern, tja, friedlich weiterzumachen, dass sie einfach keine Möglichkeit haben, die Leute weiter abzuziehen. Dass man das Ganze möglichst stört. Mehr kann man hier leider sowieso nicht ausrichten. Und natürlich ist auch eine möglichst große Störung, umso mehr Leute darüber Bescheid wissen, umso weniger fallen auf diese Masche rein. Und irgendwann lohnt sich die Masche nicht mehr. Aber dann ist allen klar, es wird neue Maschen geben. Machen wir mal weiter mit der netten Tante hier. Und denn? Oh, okay. Sie bekommen eine Nachricht, richtig? Achso, ich soll jetzt nach der E-Mail gucken. Okay. Ja. Von wem wurde die denn geschickt? Sagen Sie mir bitte die letzte Nachricht. Von wem ist das? Hier steht, Letzte Nachricht ist heiße Schnitten, haben Bock auf harten Sex. Nein. Das ist die letzte E-Mail, die ich hier bekommen habe. Okay, jetzt überprüfen Sie bitte Spambox auf. Den was? Spambox. Was ist das?
Ihre E-Mail hat eine Option, Spambox, Spam. Nee, da ist, hier, Junkie. Yes, jawohl. Ja, Junkie steht da. Oder sowas okay. Ähnliches. Ja, überprüfen Sie bitte Junkbox. Wo ist denn da der Unterschied? Soll ich ja mal so eine Spambox holen? Ist die besser? Nein, es ist das gleiche, ja, Spambox oder Junkbox. Ach so. Aber warum nimmt man da zwei verschiedene Worte dafür? Ich weiß nicht. Es ist das gleiche. Ach so. Ist ja komisch. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben Sie schon geschickt, ja? Jawohl. Ist aber nicht da. Überprüfen Sie bitte jetzt noch einmal. Ich logge mich mal nochmal aus und dann logge ich mich mal nochmal an. Auf Ihrem E-Mail. Ja, muss ich mal gucken, vielleicht geht da nur irgendwas nicht. Nicht da. Haben Sie das richtig verschickt? Einen Moment, bitte, jetzt ich übertroffe. Bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat. Natürlich. Okay, überprüfen Sie bitte noch einmal Ihren Posteingang. Ja, soll ich mich da nochmal neu einlügen? Vielleicht benutzen Sie WhatsApp-Applikation, weil ich denke, per WhatsApp ist einfacher. Nee, ich habe nur noch dieses Telegram, da wo die ganzen Schwurbler sind und die ganzen Rechtsextremen. Das habe ich mir mal runtergeladen, das Programm. Achso, und Sie haben keine WhatsApp-Applikation, nee, ja? Nee, weil bei Telegram, das kommt ja aus Dubai oder so, weiß ja keiner so genau, aber da kann man ja nicht, wenn man denn irgendwas macht. So, weißt du. Okay, einen Moment. Einen Moment bitte. Ja. Hast du Telegram? Vielleicht können wir ja mal bei Telegram uns nett austauschen. Hallo. Ja. Okay, dann ich buchstabiere Ihnen Empfängername, IBAN, Verwendungszweck und alles, okay? Ach so, ja, Moment, dann hole ich mir mal einen Zettel und einen Stift. Geht gleich los. Hey, Sie haben keine Nachricht von Blockchain? Nö. Hab ich nichts gekriegt. Weil ich schicke Ihnen zweimal, ja, jetzt. Nochmal. Ich dachte, Sie buchstabieren das jetzt. IBAN? Na, ich dachte, Sie sagen die jetzt. Was sage ich? Na, die IBAN. Die IBAN ist große P wie Paula. Moment. So, ein großes P, ja. Oh, jetzt habe ich, Moment. Ein großes P, ja, hm. Große L wie Ludwig. Ein großes L, ja. 811. Eine 8.
Dann eine 2 und eine 2, ja? Nee, eine Nein. Ja? 1 an. Also 8 und dann 1. Jawohl, 11. Ja, und dann? 94. Also die 4 und die 9, ja? Nein, 9 und 4. Ja, die 9 und die 4 habe ich, ja. Dann kommt 0, 1. Moment, die 0 und die 1, ja. 1, 9, 4. Moment, also nach der 1 noch eine 1, ja? Nein, schauen Sie. 8, 1, 1. Dann kommt 9, 4, 0. Ja. 1, 0, 7. Ja. 6, 3, 2, 2. Ja. 0, 3, 8, 7. Ja. 9, 0. Ja. Dann kommt 0, 0. Ja. Nochmal 0, 0. So viele Nullen. Also 0, und 0, dann 0, kommt ja. Dreimal die 0. Noch drei Nullen. 0, 0, 0. Ja, und dann? Es ist alles. Soll ich die nochmal vorlesen? Okay, dann lesen Sie bitte. Sagen Sie mir bitte. Also, ein P und dann ein H. Ja. Ja, dann eine 8. Ja. Dann eine 1. Ja. Eine 1. Ja. Eine 9. Ja. Eine 4. Jawohl. Eine 0. Jawohl. Eine 1. Jawohl. Eine 0. Jawohl. Eine 7. Jawohl. Eine 6. Jawohl. Eine 3. Jawohl. Eine 2. Jawohl. Eine 2. Jawohl. Eine 0. Jawohl. Eine 3. Jawohl. Eine 8. Ja. Dann eine 7. Jawohl. Als nächstes kommt eine 9. Jawohl. Dann kommt eine 0. Jawohl. Dann kommt noch eine 0. Jawohl. Dann kommt 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 eine 0. Ja. Und dann kommt eine 0. Jawohl. Und das war's? Nein. Und letzte 0. Ach, noch eine 0. 8 mal die 0, ja? Moment, da muss ich nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe aber jetzt 9. Nein, nicht 9. 8 0 brauchen Sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 9 Nullen. Okay, dann löschen Sie bitte letzte 0. Kann ich auch die vorletzte löschen? Letzte, jawohl. Ja, dann mache ich die vorletzte 0 weg. Wollen wir nochmal abgleichen, nicht, dass da noch was falsch drin ist? Welche Informationen brauchen Sie jetzt? Weiß ich nicht, was muss man da jetzt noch angeben? Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Online-Banking? Ach so, da bin ich doch noch gar nicht eingeloggt. Ich habe mir das erstmal aufgeschrieben. Okay, ciao, schönen Tag. Ja, Betrüger. Sind Sie Betrüger? Ja, ihr seid Betrüger und ich hab dich verarscht. Spätestens hiermit haben wir ihr, glaube ich, den Tag versaut. Tja.
50 Minuten am Telefon verblieben und doch nichts verkauft. Sehr, sehr schade für die Betrüger. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist mit weiteren Videos auf den Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.